Wir starten ins letzte Viertel der Saison. Zeit, einen Blick aufs Playoff-Bild zu werfen. Wer ist drin und wer nicht? Wer hat die Chance, noch in die Playoffs zu kommen? Wir starten heute mit der Eastern Conference und wenden uns morgen dem Westen zu. Auf Platz 1 stehen dort die Cleveland Cavaliers. Ja, LeBron James hat zu lachen, denn mit 42 Siegen und 17 Niederlagen sind die Cavs Nummer 1 im Osten. Und das, obwohl es immer wieder Gerüchte gibt, dass Kyrie Irving und Kevin Love nicht wirklich zurechtkommen dort. Den Cavs wird's egal sein, denn sie haben eine 3-Spiele-Führung auf Toronto. Diese stehen auf dem zweiten Platz mit 39 Siegen und 19 Niederlagen. Dicht gefolgt ja von den Boston Celtics. Etwas überraschend haben die sich da oben etabliert mit 36 Siegen und 25 Niederlagen. Das sind auch die drei Teams, die wirklich so gut wie durch sind. Da müsste schon viel passieren, dass die noch aus den Playoffs rutschen. Boston hat einen 6-Siege-Vorsprung auf den 9. Chicago. Darauf folgen die Miami Heat, die auf Platz 4 liegen und mit 34 Siegen und 26 Niederlagen sich auch noch mit Joe Johnson verstärken konnte. Und natürlich Dennis Schröder und die Atlanta Hawks, die auf Platz 5 liegen mit 33 Siegen und 28 Niederlagen. Ja, für die wird es nicht ganz so einfach werden, denn Chicago ist nur 3 Spiele schlechter als hier beispielsweise Atlanta. Und da geht es ganz schnell, dass man wieder auf dem Boden der Tatsachen landet. Eng wird es beispielsweise für die Charlotte Hornets. 31 Siege und 28 Niederlagen reichen für Platz 6, aber auf Platz 7 sind auch gleich die Indiana Pacers. Die haben 31 Siege und 29 Niederlagen. Das hätte sich Paul George sicherlich gerne anders vorgestellt. Auf dem letzten Playoff-Platz im Osten liegen die Detroit Pistons. Auch sie haben 31 Siege und 29 Niederlagen. Ja, für diese drei wird es nochmal richtig schwer werden, denn wie wir gleich sehen, warten dahinter 2 wirklich hungrige Teams, die versuchen werden, einen der 3 Plätze für sich zu gewinnen. Ja, und diese beiden Teams sind die Chicago Bulls und Washington Wizards. Denen beiden hat man vor der Saison sehr viel mehr zugetraut und es ist wirklich eine Enttäuschung, dass sie nicht mal auf den Playoff-Plätzen sind. Wirklich enttäuschend sind auch die Bulls, speziell weil sie die letzten 3 Spiele verloren haben und bei 30 Siegen und 29 Niederlagen stehen. Im Gegensatz zu den Washington Wizards, die letzten 3 Spiele gewinnen konnten und wo man vielleicht das Gefühl hat, dass sie noch einen Run machen und es in die Playoffs schaffen. Diese stehen bei 29 Siegen und 30 Niederlagen. Ja, eine wirklich geringe Hoffnung bleibt den Orlando Magics, die 26 Siege und 33 Niederlagen haben. Die Chance ist natürlich sehr gering. Sie sind jetzt insgesamt 5 Siege hinter den Detroit Pistons. Dahinter liegen die Milwaukee Bucks. Auch die haben noch eine geringe Chance mit 25 Siegen und 35 Niederlagen. Ja, sowie die New York Knicks, die auch 25 Siege haben und aber 37 Niederlagen. Die Chancen sind wirklich sehr, sehr gering. Somit bleiben noch die Brooklyn Nets und Philadelphia 76ers, die sich nur noch Hoffnungen auf die Lotterie machen dürfen. Ja, damit haben wir dieses Playoff-Picture. Ja, was glaubt ihr, ändert sich hier noch was? Schafft John Wall die Aufholjagd mit seinen Wizards oder wirkt der Jennings-Trade Wunder und die Magic schaffen es noch in die Playoffs? Ja, lasst eure Meinung in den Kommentaren da und wenn euch das Video gefallen hat, auch ein Like. Wir hören uns, bleibt sportlich, bis bald.